versuche ich mich einfach jetzt mal normal aufs Spiel vorzubereiten. Ich weiß ja nicht, was kommt. Also ich habe keine Ahnung, wie das Spiel von den Emotionen her sein wird. May the force be with you in dem letzten Heimspiel der Saison. Es ist das letzte Heimspiel von Zlatko Junusovic. Es ist die letzte Folge Werder TV Inside vor der Sommerpause. What? Nein, keine Angst, war nur ein Spaß. Natürlich geht Werder TV Inside weiter, noch viel besser. Wir haben heute sogar ein Gewinnspiel und ihr könnt Thomas Delaney treffen. Kein Scheiß. Der Rest ist aber tatsächlich leider wahr. Bei bestem Wetter, Samstag 15.30 Uhr, der Klassenerhalt längst gesichert und dann ist die Saison auch schon wieder vorbei. Natürlich tabellarisch. Klar ist es jetzt für uns irgendwie schwierig zu sagen, wir wollen uns noch dramatisch in die eine oder andere Richtung verbessern. Und trotzdem ist das letzte Heimspiel der Saison ein besonderes. Wir haben am Samstag das letzte Heimspiel mit unserem Kapitän. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ihm da einen gebührenden Abschied zu bereiten. Ich glaube, es ist auch ein großes Ziel in der Mannschaft. Ein gebührender Abschied für unseren Kapitän. Ja, wie geht's ihm eigentlich dabei? Ja, ich weiß nicht. Also wenn man so drüber redet, kann man es noch gar nicht so realisieren. Deswegen warte ich einfach ab, wie das Spiel ist. Ich freue mich extrem aufs Spiel. So sollte es sein, Sladi. Denn zu seinem letzten Heimspiel in Grün-Weiß nimmt er zum Einlauf jemand ganz Besonderen an die Hand. Generell habe ich auch vom Einlaufen her auch so ein bisschen was geplant, mit meinen Kleinen da reinzugehen. Und ich glaube, das wird ein ganz besonderer Moment für mich, vor allem auch für ihn sein. Gemeint ist natürlich sein kleiner Sohn Clemens. Er wird es zwar nicht ganz in Erinnerung haben, weil er noch viel zu klein ist, aber er weiß schon, wo er ist. Er weiß vor allem, dass er bald da ist. Das gefällt ihm ja auch am meisten. Und ich glaube einfach, das wird so, dieser Moment wird einfach super sein, auch für ihn. Ja, und so einen besonderen Werder-Moment, den möchten wir am Wochenende doch irgendwie auch alle selbst erleben, oder? Denn Werder könnte tatsächlich in dieser Rückrunde zu Hause ungeschlagen bleiben. Für die Fans würde es mich sehr freuen, weil ich glaube, das wäre auch irgendwie ein schönes Gefühl zu sagen, in dieser Halbserie waren wir zu Hause ungeschlagen. Und das ist ja für jeden Fan, glaube ich, das Schönste, wenn man weiß, man kommt in sein Heimstadion und hier ist schwer was zu holen für die anderen. Jeder Einzelne, der aus dem Stadion ist, kann es genießen. Und ich werde es natürlich probieren, umso mehr zu genießen. Apropos genießen, habt ihr eigentlich schon die Top-Sladi-Tore bei Werder Bremen genossen? Big Yannick Vestergaard, 1,99 Meter in there. He's just got to bow his head a little bit. There's Junusovic! Oh, what a goal! What a brilliant strike! All four strikes now from free kicks for Zlatko Junusovic. And the Austrian international makes it Werder Bremen 2, Leverkusen 0. What a strike! Einige schöne Dinger auf jeden Fall dabei. Ich weiß gar nicht, ob das auch dabei ist. Der Link zum Video in der Beschreibung von diesem Video. Und eigentlich könnte uns Sladi doch so zum Abschied uns allen nochmal so ein schönes Freistoß-Schmankerl schenken, oder? Wenn schon, dann direkt, ne? Es ist mir am Ende völlig egal. Hauptsache, das wird ein Heimsieg. Das haben halt einfach auch alle verdient, dass wir nochmal so einen Fußballtag haben wie die letzten Wochen. Also muss ich schon sagen, das werde ich auch der Mannschaft nochmal kurz mitteilen. Das wäre schon auch etwas, was ich insbesondere für die Fans als sehr, sehr toll empfinden würde. Ja, das kann ich so unterschreiben. Also so als Fan. Als Fan habe ich beim letzten Heimspiel aber auch besonders diesen Sportfreund hier gefeiert. Willkommen im Team of the Week bei EA Sports FIFA. Jiří Pavlenka hat sich gegen, ja, mal eben alle Keeper Europas durchgesetzt. Aber für diese fantastischen Paraden wie gegen Dortmund hat er das auch absolut verdient. Außerdem steht er als einziger Werderaner damit zur Wahl für das Team of the Season. Könnt ihr abstimmen, den Link dazu findet ihr bei uns in der Beschreibung. Also fleißig für Jiří Vo.
So, wenn ihr jetzt schon Second Screen aufgemacht habt, dann könnt ihr auch gleich euren Tipp abgeben oder eure Antwort auf unsere Preisfrage. Die lautet nämlich, wie oft gibt es dieses Foto hier in dieser Folge Werder TV Insight? Zu gewinnen gibt es ein Treffen mit Thomas Delaney. Denn Werder geht wieder Open Switch. Am kommenden Mittwoch in Fegesack in der Strandbude. Los geht's um 18 Uhr und ihr könnt einmal zwei Karten für die Show mit Lou Richter und Thomas Delaney gewinnen. Einfach die Preisfrage beantworten. Antworten hier unten bitte in die Kommentare unter dieses Video. Und dann mit ein bisschen Glück seid ihr dabei. Und noch ein kleiner Tipp von mir dazu. Habt ihr eigentlich den Film Fight Club gesehen? Da gibt es nämlich so eine Stelle, beziehungsweise ein paar Stellen, da ist nur ein einziger Frame eingeblendet. Das könnte hier genauso sein. Könnte. Vielleicht. Nur so eine Idee. Ich habe aber auch noch einen anderen Tipp für euch, nämlich fürs Wochenende. Denn es ist Nordderby-Wochenende in der U19-Bundesliga und da geht es um alles. Um die Meisterschaft und natürlich um die Vorherrschaft im Norden. Hamburger SV gegen Werder Bremen, hier bei uns auf Platz 12. Um 13 Uhr am Samstag geht's los. Ich hoffe, ihr seid dabei. Der Eintritt ist frei. Danach könnt ihr direkt hier weiter rüber. 15.30 Uhr Bundesliga-Fußball mit Werder und Bayer Leverkusen. Die Highlights dazu gibt's natürlich bei Werder TV. Die Reaktion dazu auch. Wir sehen uns dann am Montag wieder bei Werder TV Insight. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Es wird einfach, glaube ich, ein richtig super Fußballspiel, weil Leverkusen wiederum ein sehr spielstarker Gegner ist, die sehr viel Wert legen auf spielerische Komponenten, die allerdings auch gegen den Ball versuchen, sofort ins Gegenpressing zu kommen, was immer wieder bedeutet, du musst hellwach sein, du musst gut verteidigen, sehr kompakt sein in der Ordnung, musst aber gleichzeitig auch beim Gegenpressing von ihnen mit wenig Kontakten arbeiten, schnell wieder rausspielen. Und das funktioniert nicht, wenn du nur so halb auf dem Platz bist. Und deshalb werden wir voll da sein. Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns aus den genannten Gründen. Und bin mir absolut sicher, dass die Jungs eine sehr gute Leistung bringen werden.